Gabel Wasser. Ja, und Tom mal her. Sag ihm das. Im zweiten Anlauf. Du komm, jetzt kommt die Wende. Du musst den zweiten Anlauf. Du musst jetzt, Simon. Aber du, nicht ausholen von der Mitte. Ich halte ab, Mann. Komm doch, Simon, komm. Für Insider, dieses Gespanns ist das kein gutes Zeichen, denn normalerweise gibt Uli Wegner lange die Linie vor. Erst wenn er merkt, dass er seinen Mann, dass er Sinan Chamil-Sam nicht mehr erreicht, dann sagt er ganz kurz, jetzt du, Ahmed. Und dann kommen die Hinweise, die Anweisungen auf Türkisch, so wie zuletzt gegen Okello, als Sinan in der 12. Runde bei seinem letzten Kampf anfing zu wackeln. Bei diesem Duell im Juni in Kempten. Links, rechts und die rechte Hand, die haben es gehört, ist riesig eingeschlagen. No. Go back. Noch führt Maskayev und erstaunlicherweise setzt auch hier immer noch deutliche Zeichen. Von den vermeintlich ausgemachten Konditionsproblemen nichts zu sehen. Und selbst wenn dieser Maskayev, the big O, in hoffnungsloser Lage sein sollte, ich denke nur an seinen K.O.-Sieg gegen Hasim Rahman 1999, da lag er auf den Punktzetteln aller drei Punktrichter hinten, dann ist er in der Lage, mit einer Hand den ganzen Fight zu entscheiden. Sein sicherlich größter Erfolg gegen Rahman. Auch er hätte ja die Chance, logischerweise, dann dieses Duell zu bestreiten. Noch einmal schwere Treffer auf beiden Seiten. Aber Sinan offenbar jetzt am Ende mit der besseren Hand. Mit dem deutlicheren Treffer. Der Rhythmus des Kampfes bleibt gleich. Es ist ein Luftholen von diesen beiden großen Männern im Schwergewicht. Und dann kommen diese harten Schläge, die sie mit links und rechts herausfeuern. Maskayev vor allen Dingen logischerweise mit seiner Schlaghand mit der rechten, aber auch Sinan war eben erfolgreich. Maskayev, aber Samil Chan schüttelt das ab, als sei es gar nichts gewesen. Die siebte Runde, ein Highlight, ganz intensiv, mit vielen, vielen harten Treffern. Du musst weiter Haken auf seine Handschuhe hauen, Haken auf seine Handschuhe schlagen. Muss seine Deckung aufbrechen und dann einen Punch reinbringen und der Kerl fällt um. Also, verstehst du? Brech mit Haken seine Deckung auf. Schnell, wir brauchen Wasser. Wasser, los. Komm, trink viel Wasser. Oleg, du musst es jetzt richtig machen. Leg ihn dir mit Haken zurecht und dann schnell, da musst du schnell schlagen, nicht nach dem ersten Schlag aufhören. Schnelle Jabs feuern. Komm. Schlag auf die Handschuhe. Victor Walle und Oleg Maskayev, ein Duo, das im Berufsboxen noch ungeschlagen ist. Die Niederlagen, die der Kasache bezogen hatte, liegen alle davor. Und es waren nur große Namen. Lance Whittaker, Kurt Johnson, David Tua, Oliver McCall. Wenn er verloren hat, dann waren es K.O.-Niederlagen. Und es waren Leute, die heute noch in den Top 20 zu finden sind. Abi,
Links, rechts. Sinan mit zwei guten Treffern. Wiederum gelang es Maskajew, die Deckung in der Mitte ein bisschen auseinanderzuschieben. Und vielleicht hat er sich mittlerweile ein kleines Stück auf den Punktzettel heranarbeiten können, aber es dürfte noch zu wenig sein. Und wiederum die Rechte im Ziel. So leicht. Bei der Gefahr, die von dieser rechten Hand von Maskajew ausgeht, kannst du doch nicht dauernd die Treffer kassieren, Sinan. Eine kleine Schramme. Es ist, glaube ich, kein Cut in der rechten Gesichtshälfte von Oleg Maskajew. Hat ja genau wie sein großer Landsmann, wie Wassili Schirov, mittlerweile die USA als Heimatland. Schirov nach der Niederlage gegen Tony im Moment auch so in einem kleinen Loch. Einer der besten Boxer der Welt bei den großen Olympiaturnieren, jeweils als bester Techniker ausgezeichnet. Und es beginnt wiederum Maskajew mit seinen Serien. Es beginnt nicht Sinan. Aber und auch das wissen Sie, wenn Sie Berufsboxen regelmäßig im Fernsehen schauen. Und erst recht bei einem Kampf dieser Qualität und bei den Qualitäten dieser beiden Boxer. Wir können die Punktzettel auch in der 12. Runde sofort in die Ecke werfen. Denn ein Schlag kann hier alles noch einmal beiseite wischen. Das wissen beide. Und Sie sehen es auch an dem unglaublichen Druck, den Sie in diese Schläge hineinlegen. Wie an dieser Hand von Sinan, obwohl es wahrscheinlich ein bisschen Verzweiflung ist. Denn Sven Ottke, noch dürfte es keine Pari-Pari-Situation sein, oder? Nein, es ist auch so. Er liegt übrigens noch ein oder zwei Runden noch hinten. Er muss sie noch stark steigern. Vor allen Dingen, er muss selber anfangen. Er wartet mir zu viel. Er läuft zu gleichmäßig hinterher. Er muss selber explosiv anfangen mit der Führhand. Er trifft, jede Führhand trifft. Er muss mit der Führhand arbeiten, vorbereiten und dann einsteigen. Das macht er ab und zu wirklich hervorragend. Aber er muss dann auch wieder beweglich bleiben und sich wieder treffen lassen. Er muss einfach aktiver sein. Er muss mehr selber Chef in die Hand nehmen, um Treffer zu setzen. Die Lautstärke in der Ecke von Sinan hat deutlich zugenommen. Sie wissen um diese riesige, um diese unglaubliche Chance, den Kampf um den Weltmeistertitel. Aber dazu müssen Sie erst einmal Oleg Maskajew, dem unser großer Respekt gilt, diesem Handlungsreisenden in Sachen Berufsboxen, hat ja nach seinem Auftaktgefecht in seiner Heimat dann sofort die Seiten gewechselt. Meistens in den USA geboxt, über 30 Kämpfe dort gemacht, in England, in der Ukraine. Und auch jetzt zeigt er sich hier als der beweglichere, als der agilere Mann. Auf was wartet er jetzt? Die ersten Achtungszeichen in dieser Runde hat Maskajew gesetzt. Jetzt muss er kommen. Wo ist der angesprochene Jab? Auch die Hinweise aus der Ecke zielen genau darauf ab. Auf die linke, auf die Führhand. Da war sie eben mal. Sinan braucht Argumente für die Punktzettel und er liefert sie im Moment nicht.
Wenn er trifft, dann ist aber auch Maskayev zur Stelle. Mit 36 Jahren. Ein unglaubliches Alter für einen Schwergewichtler. Ich weiß, Foreman hat mit 45 noch den Titel geholt, aber wollen wir das wirklich unbedingt sehen, 45-Jährige im Ring? Also insofern, mit 36 Jahren ist das sozusagen schon der Grenzbereich. Und Maskayev ist im Moment dabei, seine Chance zu nutzen. Etwas mehr Arbeit jetzt für Frank Garzer, der bei einer großen Ölfirma arbeitet. Aber ansonsten fast jedes Wochenende im Ring steht. Ganz spannende neunte Runde, wiederum mit schweren Treffern auf beiden Seiten.